So, hallo und grüß Gott, ihr Lieben. Ich möchte Ihnen heute unseren Quarkauflauf vorstellen, den wir in unserer neuen Gugelhupfblume gebacken haben. Und wir machen das Ganze hier mit Quark fein und mit Zitronentraum, brauchen wir dazu. Und natürlich unsere neue Form. Es kommt gigantisch schön raus. Ich bin total begeistert. Was gibt es heute Mittag zu essen, diesen Quarkauflauf? Das ist einfach Milch, etwas Grieß, dann kommt Quark rein mit Sahne, mit Eier und mit unserem Quarkfein und natürlich mit Zitronentraum. Und mit Quarkfein können Sie einfach die besten Aufläufe machen, egal ob es Reisauflauf ist oder Grießauflauf oder Quarkauflauf. Und natürlich für Kleingebäckteile als Käsekuchen, also in allen Variationen können Sie Quarkfein einsetzen. Und wichtig ist unser Backtrennspray. Einfach wichtig, vor Gebrauch gut schütteln, das ist sehr, sehr wichtig, damit es ganz fein sprüht. Und dann sprühen Sie einfach Ihre Form damit ein und nehmen ein bisschen einen Pinsel und das Ganze einfach schön verstreichen. Und schon ist das wunderbar eingepinselt. Und dann geben Sie einfach das Ganze rein. Und wir haben den dann eine Stunde gebacken und natürlich ein bisschen stehen lassen und dann rausnehmen. Er geht wunderbar raus, ja. Und wir schneiden jetzt ein Stückchen an, damit Sie sehen, wie der innen ausschaut. Ein Traum. Sie können auch das Ganze, was mir jetzt gefallen würde, einfach mit Sauerkirschen oder frisches Obst innen noch auffüllen. Oder Sie schneiden einfach ein Stück ab und servieren es dann mit Pfirsichmus oder Kirschen, was Ihnen gefällt und wie es Ihnen schmeckt. Dankeschön. Tschüss.